Hallo Freunde, die Mannschaftssaison hat wieder angefangen und wir mit dem SK Delbrück spielen immer noch tapfer in der Regionalliga OWL. Und der erste Mannschaftskampf führte uns zum örtlichen Nachbarn nach Riedberg und was da so passiert ist, das zeige ich euch heute. Los geht's. Nun, wir haben uns also aufgemacht nach Riedberg und das ist etwa 10, 15 Kilometer von Delbrück entfernt. Und dann wurden wir mehr oder weniger, ich will es mal standesgemäß nennen, denn was erwartet man, wenn man als Gast nach Riedberg kommt? Natürlich, ja, Parade und Fanfaren und so weiter. Und schau mal hier. Natürlich nicht die originalen Bilder, ja, aber in Riedberg war gerade das Bundesschützenfest am Start. Ja, das heißt, man hat zwischendurch immer mal wieder so eine Fanfare, einen Zug gehört oder so. War jetzt nicht zu schlimm, aber war eine schöne nette Begrüßung. Und ja, Riedberg, ja, der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, war auch der Letztrundengegner aus der letzten Saison. Damals haben wir mit 5 zu 3, 5,5, 2,5, so in dem Dreh irgendwas gewonnen. Aber das sind immer super enge Spiele und deswegen, das war auch nicht klar, wer hier Favorit ist. Ja, das kann immer alles passieren. Und ich habe gespielt gegen den Cerec Kollenberg und gegen den habe ich letztes Jahr schon gespielt. Ja, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Und ja, deswegen kannten wir uns, war auch sowieso wieder freundschaftlich, genauso wie letztes Jahr. Ja, war überhaupt kein Stress, gar nichts. Super. Und genau, dann starten wir jetzt mal in die Partie, denn ich hatte wieder die weißen Steine und habe mit D2, D4 angefangen. Kleine Anekdote noch, ja, ich konnte mich wieder am Brett nicht entscheiden, was spiele ich jetzt. Und da habe ich meinen Nachbarn gefragt, ja, was soll ich spielen? Da haut der Königsgambit raus. Ich denke, oh nein, Königsgambit kann er nicht machen. Ja, also wenn der jetzt irgendwas gesagt hätte von Sizilianisch oder ja, Englisch oder, aber Königsgambit, ja, nee, da habe ich mich nicht getraut. Dann bin ich einfach auf D4 übergegangen. Denke, ich wollte diese Saison sowieso D4 spielen. Mal die ganzen alten Hauptvarianten mehr wieder updaten. Und es kam D5, ein Damengambit. Auch jetzt hier kein London oder irgendwie Nebenvarianten, ja, so ein einfach mal klassisches Damengambit. So. Und die C6, die slawische Verteidigung, okay. Da tausche ich hier immer ganz gerne ab. C mal D und wir spielen mehr oder weniger die nächsten Züge. Relativ Theorie ist. A6 ist hier durchaus ein Standardzug, auch Läufer F5 ist hier möglich. Aber A6 hat ja auch immer diese Läufer B5 verhindern, ja, oder mal Springer B5 und so. Jetzt kann ich halt mit Läufer D3 verhindern, dass der Schwarze sich nach F5 entwickelt. Und im Grunde hat man jetzt hier die zwei Möglichkeiten, diesen Läufer jetzt rausbringen oder irgendwie E6 spielen, ja, oder erst den Läufer raus und dann E6. Gibt es beides. Ich glaube, diesen Läufer raus ist wahrscheinlich einfacher zu spielen, ja, dass dieser Läufer nicht schlecht wird. Und hier bin ich tatsächlich noch ein bisschen im Buch und das ist tatsächlich das erste Mal seit langem, langem. Ich bin ja auch kein super schneller Spieler, ne? Aber ich kann euch gleich nochmal sagen, bis wohin ich im Buch war. Ich konnte die Züge also relativ schnell spielen und mir so ein kleines Zeitpolster aufbauen. Das ist auch mal ganz nett, ja, dass ich nach 20 Zügen nicht 2 Minuten über habe, sondern noch richtig, richtig lange. Also, Springer E2, erstmal eine Theorie. E6, Rochade. Läufer D6 ist der meistgespielte Zug, aber hier gibt es tatsächlich auch, ich versuche mal eben, dass Schwarz diesen Läufer hier auch oft gibt. Um, ja, dass dieser Läufer irgendwie nicht eingesperrt wird. Was die genaue, super genaue Idee dahinter ist und wie man sich hier mit Schwarz aufbaut, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Jetzt muss ich die richtige Szene wieder erwischen. Jawohl, da haben wir. Die Alternative ist halt Läufer D6 und das lässt dann aber F3 zu. Jetzt muss Läufer H5 kommen. Die Idee ist sowieso für Schwarz oftmals Läufer G6 zu spielen, ja, um diesen Läufer zu tauschen. Und ich habe hier Springer A4 gespielt. Auch hier bin ich noch im Buch. Ja, der Springer möchte jetzt nach C5 und Läufer G6. Das war auch ein wichtiger Zug, denn wenn Schwarz zum Beispiel jetzt erst tauscht,
dann ist der hier angegriffen und ich könnte den mit dem Springer schlagen. Dann hätte ich vielleicht diesen Läufer, der durchaus interessant sein kann. Und deswegen kam Läufer G6 hier sofort. Springer C5, auch hier bin ich noch im Buch. Und Läufer schlägt F4. Hier bin ich tatsächlich bei Läufer C5, hatte ich mir so ein bisschen angeguckt, weil jetzt so ein bisschen die Symmetrie gebrochen wird. Ja, dass ich jetzt hier auf einmal diese 3 gegen 2 Mehrheit am Damenflügel habe. Ja. Dafür, das hat Schwarz dann hier aber auch mit E5 vielleicht mal im Zentrum den entsprechenden Gegenschlag. Ja, gut, ich könnte jetzt Läufer D6 drohen, also wird er hier vielleicht den spielen müssen. Und das hatte ich mir so ein ganz kleines bisschen angeguckt. Und hier hätte ich noch so ungefähr gewusst, wo es lang geht. Ja, dass zum Beispiel nach H6, dass der Läufer nach H4 geht. Und wenn Schwarz hier mit G5 spielt, was 0-0 laut Engine ist, oder laut Vorbereitung ungefähr Ausgleich, als Mensch ist das hier schwierig zu spielen. Ja? Und jetzt weiß ich, dass dieser Läufer, wenn ich mich jetzt nicht vorbereitet hätte, hätte ich ihn nach G3 oder nach F2 gespielt. Aber durch die Vorbereitung weiß ich, dass der Läufer jetzt nach E1 muss, um dann nach C3 zu können. Ja? Und dann hier mit F4 und auf dieser Diagonalen spielen. Und Schwarz leidet so ein bisschen unter diesem schlechten König. Also einen kleinen Vorteil hat Weiß hier, zumindest in der Praxis. Und das war das, was ich so mehr oder weniger noch im Buch hatte. Mein Gegner spielte aber hier auf F4. Ich schlage zurück und er tauscht diesen Läufer. So, und hier bin ich jetzt tatsächlich aus dem Buch raus. Und ja, das ist natürlich ein bisschen bedauerlicher, dass ich nicht noch 2 Züge länger drin war. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mit der Dame zu schlagen oder mit dem Springer F6, mit dem Springer F4. Ich habe am Ende des Tages mit der Dame geschlagen. Hatte auch einen konkreten Grund, zeige ich sofort. vielleicht ist der Springer hier aber auch interessant, denn der Springer steht ja hier auf D3 sowieso ganz gut. Ja, ich habe E5 unter Kontrolle. Ich gucke auch noch mal nach C5. Und ja, da geht also hier Richtung Damenflügel gucken. Wäre hier auch möglich gewesen, überhaupt keine Frage. Grundsätzlich hatte ich immer gedacht, dass jetzt B6 kommen kann und dieser Springer hier vielleicht irgendwie zurück müsste oder so. Aber vielleicht kann der Springer, statt nach B3 zu gehen, entweder nach A4 gehen, um hier so ein bisschen ja, den hier im Auge zu haben, dass er den hier vielleicht mal irgendwann decken muss. Ja? Aber was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass man hier sogar noch Dame A4 spielen kann und einfach den hier nutzen. Ja? Und dann gibt es ein paar Varianten, die sind ganz interessant für Weiß, da kriegt man vielleicht einen kleinen Vorteil. Und ja, warum auch immer, dass ich diese Variante nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Da war ein Loch im Eröffnungsbuch. Naja, so ist das Leben. Ne? Aber jetzt weiß ich es. Und ich habe mit der Dame geschlagen, weil ich dachte, jetzt geht B6 nicht. Und das hat mein Gegner übrigens auch gedacht und hier lange, lange nachgedacht und Dame E7 gespielt, um den Bauern zu decken. Hier gucken wir uns mal so ein paar Varianten an. Zunächst einmal B6, und das war der Grund, warum ich damit D3 gespielt habe, dachte ich, funktioniert nicht, weil ich jetzt auf A6 diesen Bauern schlagen kann. Und nach Dame C8 spiele ich Turm FC1. Jetzt hängt zwar dieser Springer A6, aber nach Turm A6 kann ich eben auf C6 nehmen, den Springer zurückbekommen, und wenn er hier schlägt, schlage ich hier. Jetzt ist der König noch in der Mitte. Wenn der Zeit verliert, in Anführungsstrichen, ja, dann kann ich natürlich einfach zurückgehen und ich habe einen Bauern mehr. Ob das zum Gewinnen reicht, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber immerhin, Bauern mehr wäre ja ein Anfang. Was hat er noch für Züge, wenn er nicht B6 spielt, sondern Dame B6? War auch eine Idee. Und hier hatte ich jetzt persönlich die Idee, und wir haben auch ein bisschen analysiert. Meine Idee war, Springer A4, ein Tempo auf diesen Springer, auf die Dame zu bekommen. Und wenn die Dame jetzt nach B5 geht, zum Beispiel zum Tauschen, dann hätte ich die Dame nach A3 gestellt, um auf dieser langen Diagonale die Rochade zu verhindern. Das erschien mir interessant, denn gerade nach Dame B4, dass ich den tauschen kann, den Springer nach B6 bekomme und damit dieses Feld C8 kontrolliere, sodass er nie einen Turm, welchen auch immer, nach C8 stellen kann.
Und ja, also so gefühlt stehe ich hier leicht am Drücker, ja, vielleicht ein Turm nach C1 und vielleicht drohen hier mal irgendwelche Abzüge und so weiter. Und um minimalen Druck hatte ich mir hier gegeben oder Hoffnungen, ja. Deswegen, das wäre so ein Ansatz gewesen. Nach Dame B6, der Cedric hatte aber Dame B3 vorgeschlagen, was auch völlig gut ist, ja. Mit der Idee, auf Dame B3 A mal B zu spielen, um eben hier, ups, auf der A-Linie zu haben. Und jetzt hängt der B7, den muss er ja auch noch irgendwie decken, ne? Und wenn er den hier so deckt, Turm FC1, jetzt hängen hier schon Springer A6 Motive in der Luft, dass der C6 ungedeckt ist. Und so ein bisschen, naja, so ein bisschen weich ist es. Objektiv, naja, sollte Schwarz sich natürlich halten können, ne? Aber man hat hier schon den einen oder anderen kleinen Trick und dass man hier vielleicht Zeit gewinnt oder so. Ja, wäre auch interessant gewesen, ne? Und Dame B6 wäre so der normale Zug in Anführungsstrichen gewesen. Aber Dame E7, jetzt gehen wir wieder in unsere Variante, fand ich auch sehr, sehr gut. Denn das deckt hier ganz zuverlässig diesen Bauern und die von mir angesprochene lange Diagonale, dass ich mit meiner Dame hier nicht hinkomme, hat mich ein bisschen geärgert. Okay. Vielleicht durch Dame E7 ist auch immer mal so ein Zug wie E5 hier interessant oder vielleicht möglich, weil wenn ich diesen Bauern hier schlage, ja, dass dann auf einmal C5 entwurzelt wird oder wie auch immer. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, ich ziehe direkt einen Turm hier hin, deck den, dann kann da nichts passieren. Und Schwarz rochiert und jo, alles gut. Und jetzt Dame B3. Und jetzt greife ich diesen Bauern an. Und die heimliche, naja, Hoffnung oder der Hintergedanke war, dass ich diese Dame hier nach B6 kriegen könnte. Die Idee ist einfach, jetzt nehmen wir mal an, er deckt hier. Dann spiele ich Dame B6 und jetzt ist der B7. Oh, Moment. Oh, Variante, Variante, Variante. Jetzt ist der B7 ein bisschen fixiert, blockiert. Vielleicht kann ich den mal jetzt hier die Türme verdoppeln. Ja? Und dann droht vielleicht mal hier irgendwie, dass der C6 Schwierigkeiten kriegt. Oder wenn der Springer wegzieht, dass ich hier auf der C-Linie Richtung C7 vielleicht mal gucken kann. Ja? In Verbindung mit dem Springer und vielleicht dahin. Und man hat sicherlich viele kleine Ideen. Könnte einen kleinen Vorteil geben für Weiß, dachte ich zumindest, ja. Und du hättest gerne gespielt. Aber so kam es nicht, denn Cedric spielt den guten Springer A5. Und hier habe ich jetzt zuerst gedacht, dass das gut ist für mich. Also Dame C3, was ich auch gespielt habe, höre ich nochmal. Hier geht Dame B6 wahrscheinlich nicht so gut, weil der Springer nach C4 mit Tempo kommt. Ja, und hier mein E3. Das ist natürlich einer der Nachteile von diesem F3, dass der E3 schwach wird. Ja, und hier auf B7. Hier solche Varianten. Das macht natürlich wenig Sinn. Ja, er könnte hier auf E3 nehmen. Er kann den Bauer auch einfach nur auf B2 nehmen, wieder zurückgehen nach C4, die C-Linie blockiert haben und den E3 dann als Schwäche auf dem Brett lassen. Ja, und während die schwarzen Figuren ja doch relativ schnell irgendwie aktiv werden können, das sah ein bisschen, dass das geht, nicht, dachte ich mir. Und deswegen, ja, dachte ich, gehst du einfach nach C3, greifst du den Springer an, wenn er jetzt zurückgeht, ja, okay, dann kann ich halt, genau, wenn jetzt Springer C6 käme, dann könnte ich vielleicht hier schlagen, ja, dann ist der hier vielleicht schon weg und so. Da hängen irgendwelche taktischen Motive vielleicht mal in der Luft. Und deswegen ging der Springer natürlich nach C4. So, deswegen bin ich auch nach C3 gegangen, um den hier gedeckt zu halten. Mit B3 drücke ich den Springer zurück. So, und hier habe ich jetzt ein bisschen länger reingeguckt. Also eigentlich habe ich hier schon bei B3 länger reingeguckt und konnte mich nicht so richtig entscheiden. Und das hochgradig spannend. Ich habe mich am Ende des Tages hier für dieses B3 entschieden, weil ich das Risiko, ich alternativ hätte ich hier E4 überlegt oder habe ich auch überlegt und denke, eieieiei. Ja, die Idee ist, diesen D5 zu entwurzeln, ja, oder respektive den Springer dann. Und ja, vielleicht entweder hier schlagen oder Raumvorteil und so.
Und das ist durchaus interessant, ja. Und Schwarz muss natürlich auch ein paar gute Züge machen. Wenn ich jetzt vor allem zu E5 komme, sagen wir, er macht jetzt hier irgendwelche Züge und ich mache E5, der Springer zieht weg. Ja, jetzt, wann und wie geht B3 und hängt dann dieser Bauer oder ist auf dieser Linie eine Fesselung drin und das muss ich alles so ein bisschen abschätzen und einschätzen und das ist mir ehrlich gesagt nicht so richtig gelungen. Ja, die ganzen Varianten, ob und wann Schwarz vielleicht mal B6 spielen kann und ja, ich konnte es einfach nicht, ich bin einfach, ja, nicht in der Lage gewesen, das zu visualisieren und einzuschätzen. Und deswegen dachte ich mir, weißt du was, wenn ich schon merke, dass ich 4 Züge nicht im Voraus rechnen kann, dann halt den Ball flach. Ja? Dann habe ich B3 gespielt, dann ging der Springer zurück und dann dachte ich mir, alles klar, jetzt ziehe ich den Springer zurück. Natürlich gehört dieser Springer dahin. Ja? Aber ich dachte mir, wenn irgendwann der Springer hier auf D3 steht und irgendwann, wie auch immer geartet, B7, B6 kommen kann, dass dieser Springer auf C5 vielleicht sein natürliches Rückzugsfeld nicht mehr hat. Ja, hier war ich nicht ganz sicher. Deswegen, ich habe einfach mal zurückgezogen. Ich denke, komm, so falsch kann nicht sein. Ich habe natürlich objektiv keinen Vorteil. Ich drohe natürlich Turm C7 hier, ja, aber das wehrt Schwarz mit Turm C8 ab. Und jetzt habe ich noch Dame A5 versucht, um hier auf B6 vielleicht nochmal reinzugehen. Oder so. Ich hatte auch immer das Feld C5 hier so ein bisschen im Auge, dass ich das als naja, Stützpunkt irgendwie nehmen kann. Es kam Springer D7, guter Zug ja auch, um das Feld zu verhindern. Und so, und hier war jetzt tatsächlich ein sehr, sehr spannender Moment. Nochmal eben ganz kurz hier als, ja, nur als Beispiel, wenn Schwarz jetzt hier tauschen würde und hier auf da tauschen würde, ich tausche alles ab und spiele damit C5 mit der Idee, er muss nicht tauschen, aber mit der Idee, falls er schlägt, dass ich dann hier diese 3 gegen 2 Mehrheit, ja. Wer weiß, wir haben ein bisschen analysiert und in unserer gnadenlosen optimistischen Analyse haben wir tatsächlich mal einen Weg gefunden für Weiß, diese Bauern durchzudrücken. Aber ist natürlich objektiv, natürlich ja, immer noch im ausgeglichenen Bereich, ja, keine Frage. Aber das dachte ich mir, dann, vielleicht spielst du das mal und dann kannst du zumindest noch auf Gewinn spielen. Und es kam aber Springer D7, er hat also gar nicht getauscht, das Feld kontrolliert. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich gedacht, ich habe einen schlauen Zug gemacht. Ich habe nämlich Springer E5 gespielt. Und meine Idee war, also er hat Springer F5 gespielt. Meine Idee war, wenn er jetzt hier tauscht, dann tausche ich hier. Und dann geht er, weil ich hier ein Tempo habe, jetzt muss der Springer ziehen. Ja, der kann den E3 angreifen, aber ich habe Dame B6, deckt den E3. Und jetzt habe ich hier den B7 im Auge. Ja, vielleicht kann ich den Springer vertreiben oder ich kann den König hier nach F2 spielen, um den zu decken. Ich dachte mir, ja, so diese kleine Mini-Initiative hier von Schwarz ist nicht existent. Zumal so ein Zug wie Dame G5, den wir in der Analyse, das sowieso, ja, den hatten wir so gesehen und dann haben wir überlegt, ah, dann haben wir irgendwann den hier gefunden. Springer E6. Und jetzt hatten wir tatsächlich geglaubt, dass das gut ist für Weiß. Zunächst einmal kann Schwarz natürlich nicht auf E3 nehmen. Klar, wegen Damentausch und jetzt nehme ich auf F8, jetzt hängt der C8. Er hat also keine Zeit hier den Turm zu schlagen. Und wenn er hier schlägt, dann schlage ich natürlich hier, ja, hole den C8 zurück und stehe sicherlich auf Gewinn. Das heißt, wir hatten hier überlegt, Springer E6, oh, da steht Weiß aber ganz gut, dann geht Dame G5 nicht. Was wir natürlich beide während der Analyse auch überhaupt nicht, ja, daran sieht man mal, dass man irgendwie komisch, ne, welche Gedankengänge man hat und was man nicht sieht, ist viel schlimmer, dass hier die Dame auf die sechste Reihe gehen kann, wohin auch immer, zum Beispiel H6, G6. Und auf einmal ist der Springer gefesselt. Das hatten wir überhaupt nicht gesehen. Und jetzt ist der Springer weg. Und Respekt, ne? Jetzt muss man sich hier als Weißer auf so eine Variante wie Springer F8 und Turm C8 einlassen. Und Schwarz macht ein Luftloch. Also,
Das wäre nicht der Plan gewesen, aus dieser völlig ruhigen und nichtssagenden Stellung auf einmal so ein Chaos hier anzurichten. Das war überhaupt nicht geplant. Aber ne? Also hier glaube ich, ist wahrscheinlich eher für Schwarz besser und für Schwarz, für Weiß schwerer zu spielen, zumindest. Ja, dieser Bauer ist hier interessant, ja. Aber natürlich, die Königs sicher oder Unsicherheit, ja. Man hat natürlich praktische Chancen, keine Frage, aber ja, war überhaupt nicht das, was ich wollte, ja, und was ich auch überhaupt gar nicht gesehen hatte, so mehr oder weniger. Und deswegen war ich ganz froh, dass am Ende, respektive, ich habe auch Springer F5 gesehen. Jetzt kann ich König F2 nicht spielen wegen Dame H4 Schach, ja. Das ist ein bisschen gefährlich, aber ich dachte mir, man nimmt es halt auf die 7 zwischen. So, Dame D7 und. Jetzt kommt die Dame hier auch nicht mehr rüber. Und jetzt muss ich den E3 decken. Und die Stellung ist sicherlich total ausgeglichen. Wir können hier gleich alles auf der C-Linie tauschen. Ich kann jetzt auch mal König F2 spielen, den E3 entlasten. Und gegen Dame E7 Geschichten habe ich immer G3. Da kann nichts passieren. Der Springer stellt sich gleich hier irgendwo hin. Sicherlich völlig ausgeglichene Stellung. Ich habe also nicht geschafft aus meiner, naja, kleinen Chance, die ich mal am Anfang hatte, mehr rauszuholen. Okay, und dann ist es eben eine ausgeglichene Stellung. Und ich dachte mir, hier brauche ich jetzt nicht den halben Tag zu kämpfen, ja, in so einer ausgeglichenen Stellung, wo nichts los ist. Und da habe ich hier einfach Remis geboten, ne? Und hat Cedric auch angenommen. Ja, und obwohl man jetzt wirklich vermeintlich, und während der Partie hatte ich auch diesen Eindruck, dass hier überhaupt nichts los war. War dieser eine Moment, ja, dass nach Springer E5 das Schwarz hier hätte tauschen können und hätte besser stehen können. Aber ja, um der die Wahrheit der Ehre zu. Ne, der Ehre. Der Wahrheit die Ehre zu geben. Schwarz hatte das auch nicht gesehen und nicht so eingeschätzt. Ja. Aber daran sieht man mal wieder die Nachanalyse, ne, mit den Computern heutzutage. Die hilft ein bisschen weiter. Okay, auf jeden Fall nach Dame D2 haben wir dann hier uns auf Remis geeinigt und dann war der erste halbe Punkt quasi schon mal in trockenen Tüchern. Problem war, das war für lange, lange Zeit der einzigste halbe. Und letztes Jahr lief das genau andersrum. Da haben wir ganz, ganz schnell 4-0 geführt und konnten dann 5,5 oder irgendwie so in den Dreh gewinnen. Und dieses Jahr lief das genau andersrum. Ja, unsere Gegner führten ruckzuck 4 zu, also 3,5 zu 1,5. Ja, und dann mit 4 zu 1. Ja, und drei Partien liefen noch und keiner davon stand bei uns besser. Das war echt kritisch. Und ich muss mal überlegen, zwei haben noch Remis halten können. Ja, genau. Und am Ende des Tages war der Kampf 6-2 verloren, auch in der Höhe. An dem Tag, am heutigen Tage, war es völlig verdient für Turm Riedberg. Ja, kann man nichts machen. Glückwunsch. Beim nächsten Mal läuft es vielleicht wieder anders. Man weiß es nicht. Und genau, das war der aber auch erst der erste Mannschaftskampf. Ja. Ist noch nichts passiert. Und wir müssen in den nächsten Kämpfen dann dementsprechend Punkte holen. Ja, Freunde, damit sind wir wieder durch für heute. Ich sage besten Dank euch fürs Zuschauen, für eure Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.